So, jetzt mit Matthias Paul. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt Paritek im Slot. Genau, Paritek ist jetzt im Slot. Der Rainer fliegt, der Rainer Seibot. Er zeigt uns hier eine Biber BAC2 mit Turboprop-Antrieb. Spannweite dieses Modells ist 3,65 Meter, 2,30 Meter lang. Ein Abfluggewicht von 22 Kilo. Lieferumfang des Bausatzes Voll-GFK, CFK inklusive Fahrwerk. Angetrieben wird dieser Flieger von einer JetCat SPT 10RX. Man kann diese Maschine als Turboprop oder mit einer anderen Motorhaube auch für einen 250 Kubikzentimeter Motor, Moki, Sternmotor bekommen mit Schwimmern. Hier geht es aber um Turbinenantriebe, also Turboprop ist drin, Preis ab 2.900 Euro für dieses große Voll-GFK-Modell. So, im Slot gibt es immer so ein bisschen Sprünge. Das heißt, wir sind ja in diesem Doppelslot noch drin. Mit der Firma Paritek. Weiter geht's jetzt mit Martin Pickering. Auch mit Ultimatum. Yeah, very, very nice. On display is another turboprop aircraft. And actually, this version is known as a De Havilland Beaver. So normally you know it on a big radial, on a 450 horsepower radial. But this is modified to a turboprop. A large radial. So Paritek has the model available in the two versions. So either you choose the 250 Moki radial engine or you just add the turboprop. Actually, the turboprop is on a much better power to weight ratio, and so more and more of these Beavers in Canada are converted to the turboprop version, especially when they are equipped with the floats. And yeah, by the way, floats, they of course are available on Paritek as well. So you can order either the radial version, the turboprop, and you can put the floats on both of them. It's quarter scale, an impressive 3.65 meters wingspan with a 230 length and 22 kilograms. Of course, it's a full fiberglass kit, including the landing gear. Yeah, very, very nice. The Beaver just landed in the grass. Ja, Josef, die Beaver ist vorbildgetreu schön auf dem Rasen gelandet.